So, ja, beim letzten Mal haben wir ja mit Sifroth hier, der hat ja gemerkt, dass er auch hier so ein Experiment ist. Ja, das wissen wir. Die Villa war das größte Gebäude in Nibelheim und diente Shinra als Forschungsstätte. Man hatte sie in Shinras Anfangstagen errichtet, noch vor dem Reaktor. Die Grundstücksmiete war die wohl wichtigste Einnahmequelle für Nibelheim. Da werden wir. Und nun? In der Villa ist es stockfinster. Der schläft bestimmt, oder? Und was, wenn er zusammengebrochen ist? Der Held Sephiroth? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Normalerweise hätte ich Final Fantasy VII Remake erst fertig spielen müssen, bevor wir das spielen. Aber eigentlich lernen wir hier ziemlich dadurch, dass wir Cloud getroffen, Zack getroffen haben, passt das nicht so ganz. Ich durchsuchte das ganze Gebäude, aber Sephiroth war wie vom Erdboden verschluckt. Das war Zufall. Weiß nicht, ob das so schlau ist, die Kamera hier hinzustellen im Bild. Sind aber keine 60 FPS. Ja, das wusste ich bis dahin auch nicht. Turn back. Grafiken mit 4K-Auflösung werden bevorzugt. Ich habe doch ein Riesenschwert auf dem Rücken. Sollte mich da so eine Tür nicht... Ja, das hatten wir doch in Rebirth schon. Geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen. Professor Gast taufte es dann auf den Namen Genova. Mühegil. Das Jahr 1977, 7. Juli. Genova gehört zum alten Volk. Mühegil. Das Jahr 1977, 13. September. Projekt Genova genehmigt. Man taufte das Wesen, also Genova. Eine vom alten Volk. Und genehmigte Projekt Genova. Sephiroth, was machst du hier? Lesen, hast du doch gehört. Guck mal, er hat sogar bitte gesagt. Ab da hat sich Sephiroth im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Genova. Die verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Sephiroths Mutter. Das alte Volk. Ach, Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Hm?
Ah, Cloud. Diese Aufzeichnungen sind wirklich interessant. Na dann. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht barg, wirkte, als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein konnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volks. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts, der renommierte Wissenschaftler Professor Gast, hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Nein! Geh nicht, Sephiroth! Au! Sephiroth! Autsch! Wäre ich doch bloß etwas früher zu Bewusstsein gekommen. Dann hätte ich das Dorf vielleicht beschützen können. Obwohl, wer weiß schon. Ich glaube, wir hätten da sowieso keine Chance gegen den gehabt. Aber warum ist der... Ich meine, dass der Sau ist okay, aber warum das Dorf? Jetzt müssen wir aber schnell zurück. Vielleicht können wir noch jemanden retten. Oh, komm schon. Ich wollte doch nur die Kiste kaputt machen. Also Cloud, das war... Oh, komm schon, Cloud. Mama. Hast du dir jetzt das Bein gebrochen, weil ein Balken auf dich gefallen ist? Die Frage ist, warum? Das ist jetzt die Frage. Komm schon. Ah.
Dieses Fass bewegt sich noch ein bisschen. Ich vertraue dir nicht so ganz. Du hast schon mal auf die Fresse gekriegt, Cloud. Von so einem Balken. Eieiei. Jetzt kann er schnell ausweichen. Oh, komm schon. Versprich mir, dass du noch lebst. Seffi Ross. Es war doch die blonde Mama, die gesagt hat, dass wir uns eine MILF suchen sollen. Eine Dame, die älter ist, die uns aus der Reserve lockt. Entschuldigung, ich muss ganz dringend auf die Toilette. Oh nein, Claudia! Hey! Hey! Alles okay? Halt durch, Mann! So ein Glück! Du lebst! Ich bring dich hier weg! Oh, komm schon, wirklich. Da ist er! Umsteht ihn! Hände hoch! Was ist bloß in dich gefahren? Rühr dich nicht von der Stelle! Lass die Waffen fallen! Ich weiß nicht, was das soll, Cloud, aber von mir aus. Er schießt doch, ihr Lümmel. Diese Szene ist so unglaublich dumm.
zu dir. Sephiroth! Ich verfolgte Sephiroth zurück zum Reaktor. Papa und ich waren schon geflohen. Aber dann meinte er, er könnte Sephiroth vielleicht zur Besinnung bringen und ist ihm gefolgt. Sephiroth nicht. Er hat das getan, oder? Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Mutter, ich bin hier. Ich hoffe, so eine Mama-Söhnchen zu sein. Ach, Sephi. Au. Du bist angeschlagen, du hast doch eh keine Chance. Mutter, ich bin es. Mutter, lass uns diesen Planeten zurückfordern. Ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Sephiroth! Mutter, sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Doch gräme dich nicht, Mutter. Von nun an werde ich immer bei dir sein.
hast meine Mutter und Tifa getötet und das Dorf in Brand gesetzt. Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut. Aber du bist nicht länger der strahlende Held, den ich einst kannte! War das ein Crisis Core nicht, dass der Cloud auch einen auf den Sack gekriegt hat? Und wir dadurch mit Zack gegen Sephiroth gekämpft haben? Mehr weiß ich leider nicht. Hey! Der große Sephiroth. Während einer Übung verschollen. Das lief damals in den Nachrichten. Und dann, einige Tage drauf, hieß es, dass er in Wahrheit im Kampf gefallen sei, nicht? Ja, genau. Die Nachrichten werden von Shinra fabriziert. Und die machen eh, was sie wollen. Wer sowas glaubt, ist selber schuld. Hör mal. Also ich hab das geglaubt. Shinra schreckt halt auch vor Desinformation nicht zurück. Jetzt auf einmal ganz lieb. Was auch immer damals passiert ist. Dieser Lümmel. Unser Kampf mit Sephiroth in Midgar war real. Fest steht, er lebt. Zumindest existiert er. Warum ist er jetzt wieder aufgetaucht? Genau, wir haben gegen Sephiroth gekämpft in Midgar und das war im 7. Teil. Ich habe den 7. Teil... all die Zeit gemacht? Ich habe ja tatsächlich den 7. Teil schon gespielt. Sephiroth will seinen Plan in die Tat umsetzen. Den Planeten zusammen mit Genova zurückfordern. Soweit ich weiß, ist das der zum Herrscher über alles machen. Ist das der dritte Teil von Final Fantasy VII? Ich kann das nicht glauben. Willkommen zurück, Justin. Es ergibt keinen Sinn. Auf diese Genova kann ich mir auch nicht so recht einen Reim machen. Entschuldigung, ich bin das Leben hier draußen nicht so gewöhnt. Mein Rücken ist voll verspannt. Zeig mal her. Oh weh. Aber lässt sich sicher richten. Gehen wir. Gut, machen wir Schluss für heute. Okay. Was die Silberlocke so vorhat, können wir am Ende eh nur raten, oder? Schlaf gut. Gute Nacht. Ich glaube, die Aris gehört auch zum alten Volk. Tja, Barrett. Musst halt auf der Couch schlafen. Bist du noch wach? Alter, warum haben sie der Tifa so ein Gehänge gegeben? Ich frag mich, was Cloud wohl in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Oh, 2 Mädels reden über einen Jungen. Du weißt doch sonst so viel, nicht? Ich wusste es vielleicht auch mal. Das sind aber kleine Decken. Bis es mir genommen wurde. Ausgelöscht wurde. Wegen der Mäuren? Möglich. Vielleicht haben sie mir meine auch genommen. Deine was? Das klingt sicher komisch.
aber ich glaube, Cloud war vor 5 Jahren gar nicht in Nibelheim. Das sieht die Aeris natürlicher aus, finde ich. Ja, wenn du vor der Tür stehst, doch immer, Mädel. Was sie tiefer wohl will? Hab ich dich geweckt? Tut mir leid. Kein Thema. Ist was passiert? Nein, nicht wirklich. Ich wollte dich bloß etwas fragen. Können wir kurz reden? Immer. Okay, aber nicht hier. Komm mit. Wir haben immer noch diese Vision. Tiefer starrt durch meine Hand. Wer ist also diese Frau? Ein Rat. Vertrau ihr besser nicht. Was? Und warum sollte Thifroth uns das verraten? Aber ist Tifa wirklich gestorben? So ein Kratzer hatte sie doch gar nicht. Aber sie hat keine Narbe hier oben am da drüben, oder? Bauch, wenn Thifroth sie wirklich geschnitten hat. Also, weißt du, ich wollte dich auch was fragen. Nur zu. Ich hab dich gesehen. Damals im Reaktor. Du warst verwundet. Und du hast verdammt stark geblutet. Ich war sicher, du würdest sterben. Mhm. Oh. Soll das etwa heißen, du misstraust mir? Dass ich jemand ganz anderes bin? Hm? Du bist die Manifestation. Japanischer Gelüste, Mädel. Ich hätte nicht. Da fragen wir das mal nicht. Dass du sowas denkst. Hier, sieh doch. Da, flupp, die sind echt. Meine Narbe. Wenn Meister Sangan nicht gewesen wäre, wäre ich wohl wirklich tot. Narbe hätte ich auch gerne gesehen. Riskiert, um mich zu retten und zurückzukommen. Wer weiß, wo die ist. Der Arzt im Dorf hat mich noch nachts operiert. Und die Krankenschwestern waren die ganze Zeit über bei mir. Nur dank ihres Einsatzes bin ich noch am Leben. Und wo warst du? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? In all den 5 Jahren? Das ist alles unter Verschluss. War ja klar. Ich gehe zurück aufs Zimmer. Tja, Cloud, hätte sie jetzt ein Küsschen kriegen können, aber nein. Hast verkackt. Anscheinend waren wir doch nicht so gute Freunde, wie ich immer gedacht habe. Verkackt. Kann sein.
Und ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Ach, Zack. Gab's Stress? Nein. Wir brauchen wirklich nicht noch mehr Probleme. Klar. Nacht. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. So ein Haus hätte ich tatsächlich auch ganz gern. Sprechender Kater in Übergröße. Mit einer Locke und einem brennenden Schwanz. Das hört sich falsch an. Bis jetzt ist es immer nur von Cutscene zu Cutscene, ne? Und wir haben mehr Cutscene als... Was ist das? Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Eine Partie Karten macht aus Fremden schnell Freunde. Probiert's doch mal aus. Blut der Königin? Starterpaket. Kartendeck? Ah, okay. Oh, bei Witcher 3. Gwent, das war ziemlich cool. Bei Blut der Königin legen die Spieler abwechselnd Karten in die drei Reihen auf dem Spielbrett ab. Ziel ist es, in jeder Reihe die stärksten Karten zu haben. Karten kannst du auf den Feldern in deiner Farbe legen, an denen ein kleines Figürchen steht. Probier es direkt einmal aus. Sobald du eine Karte abgelegt hast, wird die Stärke auf die Reihe angerechnet und neue Positionen zum Ablegen der Karten werden frei. Okay. Die Stärke ist rechts oben auf jeder Karte. Ja. Ah. Wenn das Positionsfeld einer deiner Karten mit einer Position überlappt, hast du bereit, dass du bereits kontrollierst. Ah, wird der Rang erhöht. Wieder aus zwei Spielfiguren kannst du an Position aktuell 2. Karten können nur auf Position abgelegt werden, deren Rang mindestens so hoch ist wie der ihrer. Ah. Verstehe. Die Position einer deiner Karten, mit der des Gegners überlebt, nimmst du sie ihm weg und machst sie zu deiner eigenen. Zu beachten ist, dass der Positionsrang dabei sich nicht erhöht. Verstehe. Auf der linken Seite jeder Reihe siehst du deine aktuelle Stärke. Einige Karten sind außerdem rot umrandet. Die Felder unterliegen dem Einfluss von Kartenfertigkeiten und haben spezielle Effekte. Platziere deine Karten so, dass du nicht nur die Oberhand in der möglichst vielen Reihe gewinnst, sondern auch ihre Fähigkeiten effizient nutzt. Ich habe keine Ahnung.
werden die Stärke wieder bei der Stellen einer Reihe verglichen. Der Gewinner jeder Reihe hält seine jeweiligen Punkte gut geschrieben. Okay. Ist nicht so geil, wie gewinnt. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Broden. Ich führe dieses bescheidene Etablissement. Herr Broden, deine Freunde sind bereits aufgebrochen. Broden, der Hoden. Ah, richtig. Dein großer Freund hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Hey Cloud, alte Schlafmütze. Den heutigen Tag hast du frei. Kannst dich ja mal um deine Ausrüstung kümmern. Das sollte ich ausrichten. Schau doch einfach mal im Waffengeschäft vorbei. Ja, warum nicht? Ach ja, und hast du zufällig deinen Kodex dabei? Ja. In dem Fall solltest du auch mal die Zauberfibel besuchen. Hier in Kalm befindet sich nämlich die Hauptfiliale dieser renommierten Buchhandlungskette. Die Gelehrten dort sind einige der besten ihres Fachs. Die holen das Optimum aus deinem Kodex raus. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das erste Mal sogar gratis. Das erste Mal gratis. Hält sich... Okay. Guten Morgen. Warst wohl ziemlich erschöpft, was? Hast du auf mich gewartet? Ich hatte noch keine Gelegenheit, euch zu danken. Dafür, dass ihr mich befreit habt. Aus den Klauen von Hojo. Kleinigkeit. Selbst wenn. Ich begleiche meine Schulden. Ich werde euch begleiten. Kann man mal machen, warum ja. Nicht? Wenn du die Ausrüstung prüfst, dann kümmere dich auch um meine. In Ordnung. Ziemlich dreist für einen Neuen. So. Überprüfe deine Ausrüstung. Na, dann machen wir das doch mal, oder? Hallo. Oh, nettes Schwert, das du da hast. Ah, sieht aus, als hättet ihr schon einige Schlachten geschlagen. Gibt aber nichts, was ich nicht noch verbessern ließe. Auch aus deiner Waffe lässt sich sicher noch was rausholen. Was ist? Willst du es mal ausprobieren? Ja, verbessern, warum nicht? Modizieren von Waffen. So, warte mal. Waffenmodifikation. Trefferpunkte oder Waffenfertigkeiten? Das ist jetzt eine gute Frage. Kannst du dann automatisch sieh dir durch Drücken von die Einstellung für die automatische Rückenmodifikation an. Ah. Das nenne ich aufpoliert. Und eine gute. Also kann man auch automatisch machen. Du solltest dein Arsenal stets gut in Schuss halten. Oh, und wo du schon mal hier bist, schau dich doch auch etwas um. Prachtklinge auf Lager, wo habe ich die denn her? Robuster Armreif.
Na dann, Heft und Klingenbruch. Herzlich willkommen. Sieh dich in Ruhe um. Besten Dank. So, gucken wir mal. Ja, aber wo habe ich denn mein Lager? Acht. Ist eigentlich soweit ganz gut. Materie einsetzen. Ja, was haben wir denn hier? Analyse. Nee, das passt so. Aber dann habe ich wenigstens noch einen Platz frei. Das miteinander verbunden ist. Ja, ich habe keine Materie. L1, okay. Müssen wir mal gucken, dass wir... Unsere Süßwaren wurden mit Kirschen und Schokolade aus der Region gemacht. So, dann gehen wir mal zu der Zauberschule wegen dem Kodex. Harris! Na, was machst du hier? Ich hab dich gesucht. Ach so. Willst du ein Buch kaufen? Falls ja, hast du danach vielleicht Zeit? Wir könnten auf den Turm steigen. Klar, warum nicht? Wirklich? Toll! Also gut, ich besorg die Eintrittskarten. Wir treffen uns vor dem Turm. Na gut. Clouds Handeln beeinflusst die Verbundenheit zwischen ihm und seinen Gefährten. Die Verbundenheit wiederum nimmt Einfluss auf den Storyverlauf. Wenn deine Gefährten momentan zu dir stehen, erkennst du das mit dem Symbol mit den Smileys über ihren Köpfen. Diese Symbole werden während freier Erkundungsphasen angezeigt. Du kannst sie aber auch selbst aufrufen, indem relativ neutral. Tag auch. Willkommen in der Zauberfibel. Hm? Wohl noch nie mit einem Kodex gearbeitet, was? Um sich das darin enthaltene nützliche Wissen anzueignen, bedarf es einer gewissen Grunderfahrung. Sie sehen allerdings aus, als wären Sie bereit dafür. Probieren wir es doch aus. So, wählen wir Cloud aus. Klar, gerade zur Markierung. Ja, das ist das Levelmenü. Fernkampfklinge. Führt dem Team einen Fernangriff aus. Ist bis zu dreimal kombinierbar und kann der Luft eingesetzt werden.
Cloud leitet sich die Kraft von Aeris und beide führen gemeinsam magische Fernangriffe aus. Oh, das klingt eigentlich cool. Na also, der Anfang wäre gemacht. Aus den Kodizes kann man übrigens noch mehr rausholen, wenn man enger mit seinen Mitstreitern vertraut ist. Wenn ich wieder mal was für Sie tun kann, schauen Sie jederzeit rein. Was kann ich heute für Sie tun? Was haben wir dann hier? Barrett und Red schärfen gemeinsam ihre Konzentrationsfähigkeit. Zeitlich begrenzt 3 ATB die Einheit. Ich glaube, Barrett ist eher so der Verteidiger. Oh ja, das ist gut. Sieht natürlich geil aus. Bis hoffentlich bald. Kann ich das nicht ohne die Zauberer-Dinger machen? Gut, dann wollen wir mal mit Aeris zum Turm. Ist das der Turm? Nee. Oder? Als nächstes will ich auf den Haufen. Und dann kann man Morgen. Na? Ich glaube, die anderen schauen sich ein bisschen die Stadt an. Ja, sieht so aus. Sag mal, erinnert dich dieser Tank nicht auch an etwas? Ja, an den Ort, wo ich dir das Versprechen gegeben habe. Das Kleid, das ich an dem Tag getragen habe, war mein Lieblingskleid. Ach das? Dieses bläulich-grüne, nicht? Mhm. So, haben wir doch mal wieder was gut gemacht bei Tifa. Will ich aber mal gucken, wo wir Aeris finden. Ich habe nämlich viel zu viel Schiss, dass wenn ich mit den anderen spreche. Cloud, hier bin ich. Ach ja, die ist knuffig. Lass doch nicht einfach ihre Hand aus deiner gleiten. Meine Güte, Cloud. Das ist vielleicht manchmal ein kleiner Tollpatsch in Sachen Damen. Das ist ein schöner Hut. Midgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Ich finde es halt ein bisschen interessant, weil im Vorgänger wissen wir ja, dass sie eigentlich die Freundin von Zack ist. Ist der auch weit weg? Aber der ist ja gestorben und jetzt. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Die hat Tifa geschrien. Ups, Entschuldigung. Schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Mensch, passiert mal was.
Warum laufen die weg? Meinst du, die suchen uns? Wahrscheinlich. Ich würde sagen, problematisch. Weg hier. Ah, hier seid ihr. Wir reden später. Erstmal zur Herberge. Aber die anderen warten schon. Nur ihr fehlt. Fangt bloß keine Kämpfe an. Das zieht uns nur mit rein. Dann hören wir mal auf Broden den Hoden. Broden, wie kommt man denn auf diesen Namen? Folgt mir. Niemand hier! Wir gehen. Wo stecken die nur? Hey, sieh da! Irgendwas Verdächtiges bemerkt? Nein, eigentlich nicht. Ist dir sonst vielleicht jemandem etwas aufgefallen? Alles verdächtig wird vielleicht. Immer noch keine Spur! Beeilung! Jawohl! Ihr ist eigentlich, die den Reaktor in Midgar in die Luft gejagt haben? Keine Angst, ich halte dicht. Kenn jemanden aus der Hauptgruppe. Gehörst du auch zu Avalanche? So was Ähnliches. Wartet. Ich lenke die Gardisten an. Währenddessen könnt ihr oben über die Träger klettern. Na, wie so ein kleiner Frosch. Ist irgendwas vorgefallen? Wir suchen nach Flüchtigen. Ist Ihnen irgendwer aufgefallen? Lassen Sie mich mal überlegen. Also, nein. Das können sie nicht gewesen sein. Oder doch? Schon gut. Begeben Sie sich nach Hause. Warten Sie doch kurz. Es fällt mir sicher gleich ein. Also... Sie stören die Fahndung. Verschwinden Sie! Schaffst du das, Aris? Eine Spur? Wir durchsuchen gerade die Häuser. Macht hin! Sie dürfen uns nicht entwischen. Das lief doch gut. Ist nicht mehr weit jetzt. Bleibt. Ach, das sind die Kartendinger. Wo man Karten. Okay. Das merkt natürlich keiner. Ja. Und die anderen? Die warten unten. Der Geheimgang führt euch bis vor die Stadt. Noch dürfte er sicher sein. Noch. Nicht weit von Kalm gibt es eine Farm, auf der ein Bekannter arbeitet. Geht zu ihm. Und hier. Nehmt das. Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Sah aus wie ein Gameboy.
Vielleicht hilft es ja. Kriegst du keinen Ärger, wenn du uns gehen lässt? Diese Stadt und ich haben noch eine Rechnung mit Shinra offen. Oha. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse. Warum ist der im Eimer? Das gefällt mir gar nicht. Schluss! Klar? Gut, dann los. Ach, Barrett. Du hast eine Tochter. Hoffe ich. Noch. So. Wir sind aber ganz schön schnell. Das könnte das Barrett nicht. Sonnenlicht. Der Feind eines jeden Gamers. Der Planet lebt ja wirklich. Ich hatte es fast vergessen. Stimmt, du hast ja nur in dieser Stadt gewöhnt. Noch stärker, als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav. Der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Haha. Verkackt. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Los.
nicht wahr? Hm? Ja. Ach, Eris. Unbekümmertes kleines Mädchen. Dann wollen wir mal. Na dann, den letzten beißen die Hunde, Leute. Gruppenmitglieder auswählen. Open World? Ach nee. Was zum Geier? Bekannter, ja. Aber wie kann ich jetzt einstellen, wer am Kampf geschehen? Ist eigentlich gar nicht schlecht. Obwohl, ich hätte tatsächlich gern die Tiefe dabei, aber ich will auch gerne mal sehen, was der drauf hat. Gerne mal zu tiefer gucken. Ich würde gerne hier die Ich weiß nicht, ob ich den defensiv oder ausgewogen machen soll. Bei der Tiefer bin ich mir tatsächlich relativ sicher. Der Hund? Beziehungsweise die Katze teilt gut aus. Ganz gut. Zui, bist du noch da?
Häschen! Die leuchtenden grünen Würmchen haben doch irgendwas zu bedeuten. Ah, wir können hier hochjumpen. Ja. Wird ein Hof genau von dieser Seite zu betreten. Hey Jungs. Hier lang. Hier müssen wir lang. Was war das denn jetzt? Lieber zu viel Futter als zu wenig. Ihr gehört zu Avalanche, oder? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shinra scheint auf der Suche nach euch, jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Mhm. Was ist denn ein Kissen? Beschädigte Rastpunkte zu benutzen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas verballert haben. Kann aber auch nicht schaden. Glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Kriegen die Tiere schlechte Laune und wollen mich zu Futter verarbeiten? Finde ich fair. Warte mal. Ja, ich weiß nicht, ob man hier eine offene Welt hätte brauchen können.
Noch finde ich es immer ein bisschen fragwürdig, jedes Spiel mit einer offenen Welt zu machen. Aber ich bin mal gespannt, wie die sich hier einbringt. Na, sieh mal einer an. So trifft man sich also wieder. Oh, der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. Heute lässt mein alter Wagen mich leider im Stich. Sonst würde ich euch wieder mitnehmen. Das macht überhaupt nichts. Wir laufen. Gibt es hier was, wo man ungestört ist? Ihr sucht ein lauschiges Plätzchen? Ach, ich hätte fast vergessen, wie es ist, jung und verliebt zu sein. Tja, also bei der Anlegestelle in den Sümpfen. Da solltet ihr ganz ungestört sein. Gebt hier keinen besseren Ort. So, so. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Diese schwebenden grünen Würmchen. Hatte ich nicht noch eine Analyse? Oder waren das die Fertigkeiten? Aris, Red, haben alle Stufe 16 erreicht. Der Wolf hat's drauf gehabt. Die Zeit drängt. Jetzt. Schlag. Sehr gut.
Ja, ging. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir ein ruhiges, ungestörtes Plätzchen finden. Dann machen wir auch für heute hier in dem Spiel Feierabend. Naja, eher matschig, würde ich sagen. Prachtklinge. Sieht auch nicht schlecht aus. Komm zurück. Keine Spur von Shinra. Ja. Eine Anlegestelle der alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert. So. Und Junon liegt also gleich hinter den Minen? Ja, ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann, Badehosen raus. Aufgepasst. In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt. Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool. Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Ach Mädels, wer kann denn da schon widerstehen? Da wird selbst einem Justin das Herz weich. Speichervorgang. Gut. Macht's gut, YouTube.